LBBW. Up to date. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe LBBW Up to Date. Heute beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen für den Einzelhandel in der Corona-Krise und mit einem Managementkonzept, das gerade jetzt über Erfolg und Misserfolg entscheiden kann. Agilität. Christoph Werner ist Geschäftsführer der Drogeriemarktkette DM. Wie managt das Unternehmen diese Krisensituation und warum ist die agile Unternehmensstrategie gerade jetzt ein ganz entscheidender Vorteil? Und ich spreche mit André Häusling. Er ist Gründer und Geschäftsführer der HR Pioneers. Als Agilitätscoach unterstützt er Unternehmen dabei, sich schnell, erfolgreich und nachhaltig neuen Marktsituationen anzupassen. Selten war das so wichtig wie jetzt in der Corona-Krise. Mein erster Interviewpartner ist Christoph Werner. Wie hat DM die vergangenen Wochen des Shutdowns erlebt? Was waren da so die großen Herausforderungen? Die Herausforderung war, dass wir zuerst erlebt haben, dass Kunden sich sehr intensiv bevorratet haben, zum Teil auch panisch waren, sehr dünnhäutig mit den Abgabebeschränkungen sich schwer getan haben. Und dann, nachdem der Shutdown verfügt wurde durch die Landesregierung, haben wir einen deutlichen Rückgang der Kundenfrequenzen gesehen. Vor allem an Bahnhöfen, in Fußgängerzonen und auch in den Einkaufszentren. Und das war für unsere Kolleginnen und Kollegen schon eine ziemliche Herausforderung. Es gab einen wahnsinnigen Nachfrageboom nach Toilettenpapier, nach Desinfektionsmitteln und noch ein paar anderen Produkten. Wie haben Sie das gemanagt in der Zeit? Durch intensive Diskussionen mit den Herstellern natürlich, weil da geht es dann darum, dass es in der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Händler gut klappt. Und dann natürlich in der Logistik zu schauen, dass man die Waren so schnell wie möglich rausbringt und gleichzeitig den Verkäuferinnen und Verkäufern in den DM-Märkten die Möglichkeit gibt, zu wissen, wie sie jetzt damit umgehen sollen, also wie die Abgabebeschränkungen sind, dass man die entsprechenden Hinweise auch gegeben hat, die dann ans Regal gepinnt werden können, um bei den Kunden für Verständnis zu werben und dann auch in Interviews natürlich die Situation anzusprechen, damit hoffentlich die Kunden auch ein bisschen verstehen, wo die Herausforderungen sind und das dann entsprechend berücksichtigen und langmütig bleiben. DM gilt als Vorreiter beim Thema Agilität. Das heißt, die Mitarbeiter haben sehr viel eigenen Entscheidungsspielraum, die Filialleiter auch. Wie hat sich das jetzt in der Krise bewährt? Ja, das hat sich gut bewährt. Also wir haben das gesehen zum einen, dass die Umstellung auf Homeoffice, die ja sehr, sehr kurzfristig dann auch geschehen ist, gut geklappt hat. Da haben wir also keinen großen Abriss gehabt in den ganzen Projekten, an denen gearbeitet wird. Und dann ist es natürlich so, bei über 2000 DM-Märkten in Deutschland ist es gar nicht möglich, im Einzelnen zu sagen, was an jedem Standort gemacht werden soll. Das heißt, da dann zu reagieren in der Form, dass wir sagen, was sind jetzt die Grundsätze, auf die wir achten müssen und dann darauf sich verlassen, dass die Menschen in den DM-Märkten dann auch wissen, was situativ am jeweiligen Standort die richtige Vorgehensweise ist. Also sich schnell einzustellen auf die Situation, die wir haben, das ist ein Ausdruck von Agilität und das hat uns auch sehr geholfen, in dieser Situation geordnet klarzukommen. Wie schafft man da so eine gemeinsame Orientierung, einen gemeinsamen Weg, wenn jeder für sich entscheidet? Ist es da nicht teilweise auch einfacher, als Unternehmenslenker einfach mal durchzuregieren und den Weg vorzugeben? Naja, wenn das Umfeld sehr dynamisch wird, dann ist Durchregieren eigentlich nicht mehr möglich. Weil das bedeutet ja, dass sich das Umfeld eigentlich nicht ändern darf, damit es erstmal umgesetzt werden kann. Weil zwischen dem Moment, wo Sie sagen, etwas soll gemacht werden und bis es dann umgesetzt wird, vergeht ja etwas Zeit. Das Durchregieren ist in der Situation genau nicht die richtige Vorgehensweise, sondern es geht dann darum, dass die Grundsätze klar sind, auf was es ankommt und dass die Menschen sich dann selbst orientieren können und dann das Richtige auch tun. Was sind denn bisher konkrete Vorgehensmaßnahmen, damit die Menschen sich im Geschäft auch weiterhin wohlfühlen? Die Herausforderung jetzt aufgrund der Hygieneanforderungen, die es gibt und auch der Diskussion um Infektion, kann dazu führen, dass Menschen gesehen werden als Infektionsschleudern und dann wird der Kunde plötzlich bedrohlich. Ne? Wenn es uns aber gelungt, dass wir die Menschen, die zu uns in die DM-Märkte kommen, weiterhin wirklich als Kunden sehen, für die wir da sind, denen wir helfen wollen, dass sie die richtigen Einkäufe tätigen können, die sie für ihr Leben auch wirklich brauchen, dann gelingt es uns, für die Kunden weiterhin da zu sein und Kunden werden weiterhin gerne zu uns kommen. Und das ist eine Kulturaufgabe, eine Kulturarbeit, die wir in der Arbeitsgemeinschaft DM Drogeriemarkt leisten müssen und leisten werden und daran arbeiten wir. Jetzt bin ich mit André Häusling verbunden, dem Gründer und Geschäftsführer der HR Pioneers. Wie können denn agiles Personalmanagement und agile Führung Unternehmen jetzt in der Corona-Krise helfen? Das Entscheidende ist aus unserer Sicht Dialog. Wir erleben es häufig in Workshops, dass die Führungskräfte sagen, naja, Häusling, mit unseren Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung, das kann überhaupt nicht funktionieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, na, die da oben, die müssen sich erstmal überlegen, was sie wollen. Und so schiebt sich jeder ein bisschen den schwarzen Peter hin und her. Und die Antwort ist, in Dialog zu gehen und zusammen zu lernen. Und das ist aus meiner Sicht das entscheidende Element. Was für Tipps würden Sie den Unternehmern an die Hand geben, die jetzt agiler werden wollen, um
ihr Unternehmen zukunftsfähig zu machen? Na, unser Motto ist immer, machen es wie wollen, nur krasser. Das bedeutet anzufangen, also weniger zu analysieren, zu reden, zu diskutieren, sondern sich konkrete Projekte, Themenfelder rauszunehmen und da anzufangen und Erfahrung zu sammeln. Das ist ein großer Lernprozess, keine Frage. Aber ich glaube, es geht momentan darum, zügig anzufangen, zügig Ergebnisse zu produzieren, um die Geschwindigkeit in der Anpassungsfähigkeit zu halten. Und das funktioniert aus meiner Sicht nur durchs Tun, weil dann werden wir lernen. Und die anderen Dinge, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, jetzt riesen langfristige Pläne machen, zu analysieren und solche Ansätze, die werden da deutlich an die Grenzen kommen. Was sollten denn Organisationen und Unternehmen tun, die Agilität und Digitalisierung verschlafen haben? Wie können die jetzt aufholen? Es ist ja eine Frage der Alternative. Also wenn wir jetzt nicht einsteigen, wann denn dann? Es ist momentan ja total ungewiss, wie lange die Corona-Krise anhält. Und deswegen ist momentan meine Empfehlung, zügig anzufangen, weil die ganzen digitalen Elemente, die jetzt entstehen, sowohl immateriellen Nutzen schaffen, weil die Unternehmen Wettbewerbsvorteile erzielen, die jetzt gerade schon lernen, sich mit den Themen auseinandersetzen, aber auch materiell, weil ganz neue Geschäftsmodelle und Ideen entstehen werden. Und ich glaube, dass all die, die die Chance jetzt nicht ergreifen, es später noch wesentlich schwieriger haben, als sie es heute schon haben. Was würden Sie sich denn wünschen, was von der Krise bleibt in Bezug auf Agilität? Ein radikales Umdenken, die Erkenntnis einzusehen, dass sich viele Dinge nicht steuern und planen lassen. Und damit verbunden ein komplett neues Verständnis von Wirtschaft, von Gesellschaft und auch von Zusammenarbeit, also auch Zusammenleben. Wenn wir es erstmal auf Zusammenarbeit fokussieren, dann wünsche ich mir, dass wir Führung anders denken, dass wir durch die Veränderungen lernen, aufrichtiger mit einem anderen Wertesystem zusammenzuarbeiten, dass wir Strukturen anders denken, dass wir einsehen, dass diese herkömmlichen Steuerungslogiken ausschließlich top-down in einem komplexen Umfeld einfach nicht mehr so gut sind wie netzwerkartige Organisationsstrukturen und dass wir über andere Organisationskulturen auch eine viel höhere Leistungsfähigkeit für Shareholder, für Umwelt, für Mitarbeitende, für Kunden eine viel höhere Wirkungskraft und Schlagkraft erzielen können. Und ich habe die Hoffnung, dass sich da möglichst viele Menschen drauf einlassen, im positiven Sinne Experimente zu starten und zu erfahren, dass es auch andere Wege gibt. In besonderen Zeiten ist nichts wichtiger als ein Update für Wissen und Information. Das war's für heute. Die nächste Sendung gibt's am Donnerstag, den 4. Juni. Bis dahin, bleiben Sie gesund.